Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Vorbemerkung will ich machen. Das UNIFIL-Mandat ist völkerrechtlich in Ordnung und unbedenklich. Ich mache das mit Absicht. Zu Beginn war das ja leider nicht für alle Mandate zutrifft, die wir hier im Haus miteinander besprechen. Zweiter Punkt. Es ist schon darauf hingewiesen worden, wie lange dieses Mandat läuft mit der Vorgängermission, die ja auch schon UNIFIL hieß, nämlich über 40 Jahre. Das erste I in UNIFIL steht für Interim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur wegen dieser Namensgebung vor 40 Jahren, also eine vorübergehende Lösung, ein vorübergehendes Mandat zu finden, finde ich, dass es nach 40 Jahren doch mal an der Zeit ist, nicht nur für die Bundesrepublik, sondern für die Vereinten Nationen insgesamt, mal über die Methode zu diskutieren und ob wir auf dem richtigen Weg sind, einen Konflikt zu bearbeiten, wenn wir ihn nach 40 Jahren immer noch weiter verlängern müssen, meine Damen und Herren. Der dritte Punkt, auch das hat schon eine Rolle gespielt, das Stichwort Waffenschmuggel. Herr Sauter hat eben von der Hochrüstung gesprochen. Auch hier müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, das Mandat ist nicht in der Lage, die Hochrüstung in der Region, auch mit Blick auf die Hisbollah, zu unterbinden. Sie verfehlt also eines der genannten Ziele und ist auch deswegen schon kritisch zu hinterfragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vierter Punkt, der Iran ist angesprochen worden. Und Herr Schmidt und andere haben darauf hingewiesen, dass natürlich eine Eskalation in und um den Iran eine unmittelbare Auswirkung auch haben könnte oder haben wird auf die Situation im Libanon und die Hisbollah. Meine Damen und Herren, wir wissen alle miteinander, an welchem Punkt der Iran und die Vereinigten Staaten in der letzten Woche waren. Und wir wissen, dass wir in der Tat auch von einer unmittelbaren Kriegsgefahr sprechen. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann reicht es natürlich nicht, wenn wir hier sagen, dass das so ist. Dann erwarte ich natürlich auch von der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen, dass sie mal sagen, welche Auswirkungen das auf dieses Mandat hat. Wir können doch nicht eine unmittelbare Kriegsgefahr diagnostizieren und dann sagen, wir schicken die Soldaten aber unverändert in diese Region. Das ist inakzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letzter Punkt. Die Bundesregierung plant für dieses Mandat Mittel in den nächsten 12 Monaten von 30 Millionen Euro. Ich finde, es gibt sehr viel zu tun in dieser Region, auch im Libanon. Und ich finde, diese 30 Millionen wären in Versöhnung und Diplomatie besser angelegt als in diesem Militäreinsatz. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.